Was geht ab, Leute? Euer Chiffin ist hier. Die Herausforderungen, die sind jetzt aktiv, so wie ihr es sehen könnt. Natürlich machen wir jetzt die Herausforderung von denen, wo ich im Video gesprochen habe. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, falls du neu bist, auf diesem Kanal. Folgt gerne mir auch auf Twitch, Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr dieses Video seht, mache ich auch diese Herausforderung gerade. Könnt auch gerne meinen Twitch-Kanal wie meinen YouTube-Kanal abchecken. Ich bin da fast jeden Tag live. Ich werde auf Twitch am Samstag und am Sonntag live sein. Auf YouTube von Montag bis Freitag. Gut, wir machen dann jetzt die Herausforderung und zwar tanzen 10 Sekunden lang auf der Yacht oder in der Schießhalle. Ich muss gucken, was näher ist. Okay. Ich weiß nicht, warum ich es aufgehängt habe. Ich tanze dann mal hier. Ich möchte dann direkt hier unten landen. Danach muss ich tanzen. Und ich würde sagen, bin im Stream, weil ich bin auch gerade live, aber wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich auch noch live auf YouTube. Wahrscheinlich, dann gibt es mal dieses Mal. Okay, Besuche. Was ist die erste Herausforderung? Ich lerne als erstes hier bei der Yacht. Ihr könnt gerne ein Abo und Like lassen und einen Kommentar schreiben, wenn ihr das Video fand. Bei diesem Video gibt es mal kein Outro, da ich live sein kann und bleiben kann im Stream. Ich hoffe, euch gefällt es. Schreibt gerne in die Kommentare unten, ob ihr feiern würdet, wenn ich unter der Woche live bin auf Twitch und dafür am Wochenende live bin auf YouTube. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Und für denjenigen, der einen Daumen ist, das sagt, ich mache trotzdem noch weiter YouTube. Tja, wenn ich dann da bin, muss ich dann wahrscheinlich hier hin. Also okay, zack. Jo, was in... Warum landen da seit neuestem... Ja, weil ich auf der Seite bin. Ich fliege dann als erstes hier hin. Dann tanze ich hier. Und danach fliege ich dann zur Seehütte. Perfekt, easy. Ich habe ja Metz, also kann ich da auch hinfliegen. Ich hoffe natürlich, da sind auch diese Hüpfdinger, da mache ich diese Challenge auch schon gleich. Dieses Video will halt ein bisschen länger dauern, dann ist es halt so. Geht am besten in Gruppenkeile, macht da den Modus, die Herausforderung, denn man kann da auch tanzen. Ich meinte natürlich den Hängekleider aufmachen. Wie es auf Twitch heiße, wird dann jetzt im Video eingeblendet. Ich hoffe natürlich, dass ihr sowas feiert. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich selber live, aber wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich live auf YouTube wieder. Gut, dann fliege ich als erstes mal weiter. Das war das erste. Also hier ist die erste. Das wurde ja gestern mit dem Patchen reingefügt. Reingefügt. Warum kommt da jetzt Gegner seit neuestem? Dann geht es hier oben noch. Das ist die zweite, dritte, vierte, dann ist es fünfte. Wie im Video gesagt. Ja. Wie im Video gesagt, sind da die Hüpfburgen bzw. die Köpfe von dem. Ich habe schon 2 von 3. Das Video wird halt
sage ich mal, 10 Minuten gehen oder so, ist mir egal. Hauptsache, ich habe die Herausforderung beendet. Das nächste müssen wir dazu darüber gehen. Ich hoffe, die Zone macht nur 2 Schaden. Ja, die Zone macht auch nur 2 Schaden, also lang das, perfekt, easy. Hier, das ist das vierte. Und das andere ist ein fünfte. Ich gehe dann natürlich aus der Runde raus und dann die nächsten Challenges immer. So wie meine Teammates, die sind auch alle rausgegangen, weil die die Challenge absolviert haben. Man bekommt dann, wie ich gesagt habe, dieses Emote. Das ist dann hier. Da hinten ist dann die fünfte von fünf. Flieg gerade mal hier hin und wir checken, ob das funktioniert. Nee, noch nicht. Das heißt, ich brauche erst die anderen restlichen Herausforderungen. Haut ein Like rein, wenn ihr so, wenn ihr wach seid. Spaß, ich bin ja nicht Stanley. Man hat auch geschrieben, dass ich ein Nachmacher bin. Nur weil ich halt die Begrüßung so habe, heißt es nicht, dass ich die Nachmacher bin. Packe ich das noch? Warum sind denn da jetzt noch verflickte Gegner? Pack ich das, ja. Pack ich das, easy. Darf ich jetzt dieses Spray bekommen? Ich würde jetzt die Runde verlassen und euch zeigen, was man bekommt, wenn man, sag mal, bei den Köpfen war. Wir werden uns sehen, wenn ich dann bei der nächsten Herausforderung bin, nachdem ich das Spray euch gezeigt habe. Ich kann auch gerade nicht auf den Livestream achten, weil ich mache ein Video. Hier seht ihr die erste Belohnung, das ist Spray. Junge, wenn ihr mich noch einmal einladet, dann raste ich aus. Die nächste Herausforderung ist... tanze 10 Sekunden lang auf der Tanzfläche von der Yacht. Das zeige ich euch, wo das genau ist und wenn ich gelandet bin. Freunde, wir müssen hier diese Bühne besuchen, wo ich es auch markiert habe. Diese Bühne ist damit gemeint, also nicht die, sondern ich markiere euch einmal. Die befindet sich genau hier. Oh. Hier meinte ich natürlich, hier befindet sich die Bühne. Wir hören uns, wenn wir auf der Tanzfläche sind. Bis gleich! Und als Belohnung bekommen wir diesen Banner. Und wir fliegen jetzt direkt in Solo-Modus zu der Tanzfläche, wo wir 10 Sekunden lang tanzen müssen. Ihr seht hier. Diese 3 Sachen bekommt man. Ich glaube auch das. Wenn ihr euch fragt, warum ich dann noch Dislikes habe im Video, vielleicht kriege ich auch in dem Video Dislikes. Jemand erstellt sich, jemand ist hobbylos, sorry, wenn ich das so sage. Jemand erstellt sich Fake-Accounts, um mich zu disliken, um mich zu blockieren auf YouTube. Das heißt, dass ich 3 Strikes bekomme, dass ich kein YouTube mehr machen kann. So wie sie schon jetzt ACTV hatte. Der lädt auch morgen, dachte ich, dass er seinen Kanal öffnen, ist aber jetzt auch ein anderes Thema. Der wurde auf jeden Fall auch gebannt auf YouTube und das will scheinbar auch der eine hobbylose Typ. Der denkt, der könne mich disliken. Aber es ist mir egal, Dislikes sind auch Likes. Dislikes sind auch Likes, wenn ihr es noch nicht wusstet. Wir springen dann jetzt direkt hier zu ab, zur Skihütte. Hier tanze ich 10 Sekunden lang auf der bei
Genau, wenn wir das gemacht haben, hoffe ich, dass euch dieses kleine Video gefallen hat. Ihr werdet jetzt ganze Zeit oben ein Bild eingeblendet bekommen, wie ich auf Twitch heiße, für die Leute hier im YouTube-Video. Im Stream kann ich das natürlich nicht machen, aber es gibt hobbylose Kinder, die denken, die könnten YouTuber mobben beziehungsweise schlecht machen, dass sie den Kanal verlieren. So wie ihr sehen könnt, müssen wir hier landen, so wie die anderen Kollegen. Hey Bonnie Boy, Benny Boy, Benny. Benny Boy, lass es lieber mal. Dann habe ich die Herausforderung auch schon erledigt. Da müsste ich doch also eigentlich, wenn ich erst die Lobby gehe, müsste ich doch jetzt eigentlich echt traurig, wenn mich Leute disliken auch schon auf die Videos. Deswegen werde ich meine ganzen Videos, die Likes und Dislikes, also das, was man sehen kann, deaktivieren, nur noch die Kommentare aktivieren lassen. Und jetzt sehen wir hier es auch schon. Wir haben hier diesen Mikrofonständer, wo brennt, wo dann der Skin in die hochhält. Ich werde es sofort ausrüsten. Wenn euch das gefallen hat, das Video, dann lasst sehr gerne mal ein kostenloses Abo da. Ich würde mich mega darüber freuen. Und bitte, bitte, könnt dann keiner um mich zu disliken, weil das sind ehrenlose, nix klare Kinder. Diesen Emote, der ist auch richtig geil. Das war's mit dem kurzen oder mit dem langen Info-Video. Challenge-Video. Wir hören uns im nächsten Video oder Livestream wieder. Ciao, ciao.